Gegen 6 Uhr gibt es in Düsseldorf einen lauten Knall. Er reißt die Anwohner des Hauses im Mintarder Weg aus dem Schlaf. Der Grund: In dieser Wohnung soll ein Mitglied einer kurdisch-irakischen Schleuserbande leben. Sie wird aufgesprengt. Ich habe nur einen Knall gehört und da bin ich aufgeschreckt. Mehr weiß ich nicht. Ein Schreck, der fuhr in die Glieder bis zu den Zehen. Das war ja wirklich wie eine Bombe, ne? Wenn man sowas hört, ist schon ein bisschen beängstigend. Eine Großrazzia an mehr als 20 Orten in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf, Detmold, Bergisch-Gladbach und Köln. Mehr als 700 Polizisten sind im Einsatz. Darunter auch die Eliteeinheit GSG 9. Der Bande wird vorgeworfen, tausende Migranten illegal über den Ärmelkanal nach Großbritannien geschleust zu haben. Mit dem Einsatz werden mehrere europäische Haftbefehle vollstreckt. Für Manuel Ostermann von der Bundespolizeigewerkschaft ist die Razzia ein Schritt in die richtige Richtung. Für ihn muss aber früher eingegriffen werden. Unsere Hauptaufgabe muss es sein, Schleuserkriminalität nicht erst dann verfolgen zu können, wenn die Straftat schon passiert ist, sondern Schleuserkriminalität im Vorfeld zu verhindern. Hier geht es ausdrücklich darum, im Bundespolizeigesetz eine Normierung zu finden. Für den Einsatz arbeiten mehrere Länder zusammen. Ina Mihailova ist Sprecherin von Europol. Die europäische Behörde ist für die Razzia verantwortlich. It's a very risky business for the life of migrants. Für das Leben der Migranten ist das ein sehr gefährliches Geschäft. Insbesondere, weil die Boote keine gute Qualität haben. Und außerdem sind zu viele Menschen auf den Booten. There are a lot of people. Laut Ina Mihailova werden auf jedem Boot mindestens 50 Flüchtlinge transportiert. Ausgelegt sind die oft nur für 15 Menschen. Neben NRW fanden ebenfalls Razzien in Hessen, Bayern und Schleswig-Holstein statt. Mit einer ersten Bilanz ist morgen im Laufe des Tages zu rechnen.